Ein ereignisreiches, ein einschneidendes und schmerzhaftes Jahr voller Entbehrungen und Einschränkungen und leider auch mit Krankheiten und vielen Toten neigt sich dem Ende. Es ist das System, das sich nur schwerfällig ändern kann, vor allem wenn so viele finanzielle Interessen dahinterstehen. Doch gemeinsam können wir dem entgegensteuern. Anstatt bei Aufständen draufzuschlagen, schlagen wir Stände auf, holen Menschen raus auf die Straße, treten als Menge auf, formen Herzen, anstatt einer verengten Faust und denken uns die Welt, auf der wir leben, bis zum Ende aus. Unsere auf Kapital fixierten Nahrungsindustrien lassen Arbeiter auf Plantagen geradezu krepieren. Schizophrene Welt, Lebensmittel vergeben an Zuchttiere in Käfigen statt das Ernähren der dritten Welt. Und sieht man im Fernsehen Bilder von Unterernährten, erstillt man uns, schaltet deine Filme nicht, filter die Zusammenhänge. Sie roten wie Truppen für Sojaplantagen, nur mit der Ernte werden Tiere gemästet, die Welthungerkrise verfestigt und das Klima verschlechtert. Doch die meisten handeln, nachdem ich stelle mich taub, Prinzip, weil man nur empathisch sein kann, wenn man diesen Menschen in die Augen sieht. Ich kann die Umstände hier nicht akzeptieren, habe klare Ziele, gehe auf die Straße, rebellieren. Und ich mache meine Augen nicht zu, Augen nicht zu, Augen nicht zu. Stehe auf, schreie laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut, es staut sich die Wut von sich. Und ich mache meine Augen nicht zu, Augen nicht zu, Augen nicht zu. Stehe auf, schreie laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut. Alles, was du mit deinem Denken und Handeln tust, ist ein Ausdruck deines Gedankenguts. Und ich finde mich an der Front wieder von vielen, die Revanche bieten. Sind gekommen, werden die Umstände umrennen, nicht rumflennen, sondern Probleme im Grunde bekämpfen. Ich will Frieden, ich will sozialen Wohlstand global, nicht nur da, wo wir wohnen. Jeden Tag 30.000 Tote in Afrika an Hunger gestorben. Und ein Grund dafür sind unsere Normen. Und es gibt nichts, was man nicht ändern kann. Niemand wird jemals perfekt sein. Jede Handlung fängt mit Denken an. Ich will der Welt Respekt zeigen, weshalb ich mir Tiere zu Herzen nehme. Sie sind Lebensformen mit denselben vegetativen Nervensystemen. Das heißt, man sollte ihnen selber Rechte gewähren. Ich kann durch Reden nichts ändern. Für die Industrie haben Worte keine Schlagkraft. Handle wohl nach Nachfrage. Mein Handeln ist die Antwort und deshalb bin ich Veganer. Und ich mache meine Augen nicht zu, Augen nicht zu, Augen nicht zu. Stehe auf, schrei laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut, es staut sich die Wut von sich. Und ich mache meine Augen nicht zu, Augen nicht zu, Augen nicht zu. Stehe auf, schrei laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut.